Damit in Braunschweig die Busse pünktlich sind, muss vieles zusammenpassen. 13,9 bitte. Ja, viel Verkehr, Stau, so summiert sich das. Jetzt sind wir schon bei 4 Minuten Verspätung. Das ist wirklich draußen, ist das ein Sekundentakt. Eine Sekunde holt die nächste. Und jetzt auch noch viele Fahrer krank. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute Ersatz fahren muss. Zeitdruck auch hinter den Kulissen. Aber ich habe jetzt ein Problem. Eine Kollegin, die angefangen hat, die hat sich leider verfahren. Jetzt kommt er angeschissen. 2 nach hätte er fahren sollen. Das ist eine übliche Verspätungseskalation. Uhr 3 auf dem Busbetriebshof in Braunschweig. Morgens ist er meist der Erste. Michael Feul ist Fahrdiensteinteiler. Er und seine Kollegen sind dafür verantwortlich, dass alle Busse pünktlich auf Linie gehen. 7 Tage die Woche ist das Büro besetzt. Morgen, Helmi. Das Besondere heute, die Herbstferien sind zu Ende. Schulbeginn heißt, dass ich hier mehr zu tun habe wie in den Ferien. Das heißt also, der Fahrzeugbedarf ist höher, also die Fahrzeugeinteilung ist höher und der Personalbedarf ist höher. Das ist eine Krankmeldung. Verkehrs-GmbH, voll guten Morgen. 4 Uhr, die erste Krankmeldung. Gerade heute ist das ungünstig. Alles klar. Ihr Mann meldet sich bitte nach dem Arztbesuch, ja? Alles klar. Gute Besserung, bis dann. Jo, tschüss. Jetzt hat sich jemand krank gemeldet. Jetzt müssen wir mal gucken, wann der Kollege anfängt. Aber soviel ich weiß, hat der Kollege heute Frühdienst. Für solche Fälle stehen Michael 2 Ersatzfahrer zur Verfügung. Doch wegen weiterer Krankheitsfälle sind die schon eingeteilt. Michael muss jetzt schnell eine andere Lösung finden. In meinem Job muss man entscheidungsfreudig sein. Sicherlich muss man sich das antrainieren. Aber das Wichtigste ist halt, man muss auch Entscheidungen treffen können und auch Entscheidungen treffen. Seine Lösung für den Ausfall sitzt ihm gegenüber. Die Kollegin Helmtrud Karpatz soll für den erkrankten Fahrer einspringen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich heute Ersatz fahren muss. Aber das muss ja auch besetzt werden. Es geht ja nicht, dass wir das offen lassen und dann werden die Touren gar nicht gefahren. Helmtrud ist früher hauptberuflich selbst Bus gefahren. Wie viele andere Mitarbeiter besitzt sie einen Busführerschein. Ich liebe große Fahrzeuge. Ich bin auch gerne unter Menschen. Gibt auch viele nette Fahrgäste. Sind ja nicht nur über die meckern. Das prallt dann immer so bei mir ab. Die lasse ich dann ausreden. Aber so, ich bin gerne Busfahrerin. Bis dann. Ja, tschüss, bis dann. Ich melde mich. Ja. Die Arbeit im Büro muss Michael jetzt alleine machen. Morgen. Morgen. So, hier suche ich meine Tourenmappe rauf, die ich jetzt fahren muss. Und ich werde jetzt diese Tour aufnehmen bis um 11.28 Uhr. Da werde ich dann abgelöst. Jetzt braucht Helmtrud noch einen Bus. Die Fahrzeuge sind keiner festen Tour zugeordnet. Festgelegt ist nur, ob auf der Linie ein Solo- oder ein Gelenkbus fährt. Zum Glück kennt Helmtrud die Strecke. Dass sie heute so spontan einspringen muss, stört sie nicht. Ach, ich bin so ein Mensch. Ich brauche so die Vielseitigkeit. Ich mache alles gerne, ne? Aber Bus fahre ich natürlich sehr gern. Jetzt noch die Anzeigetafel einstellen. Dann geht's los. Etwa 145 Busse sind täglich im Einsatz. Die ersten Fahrten starten schon um 3.30 Uhr. Gegen 6 rollen die Busse sogar im Minutentakt vom Betriebshof. Sie sind oft 16 Stunden lang unterwegs, bis sie wieder zurückkommen. Auch Busfahrer Ingo Jaksch macht sich für seine Tour bereit. Wichtig, die Sitzeinstellung. Soll schön bequem sein. Muss ja jetzt 8 Stunden, fast 9 heute drauf sitzen. Da muss das alles passen. Ingo fährt heute die Linie 422.
Eine Strecke mit engen Straßen und viel Verkehr. Doch noch ist davon nicht viel zu spüren. Ich denke mal, ab 6.30 Uhr ist auf jeden Fall mehr los. Dann wird der Autoverkehr mehr und dann kommen auch mehr Schüler und Radfahrer. Dann haben wir ein bisschen mehr zu tun. 419.2 bitte. Guten Morgen, Leitstelle. Kleines Problem habe ich. Warum mein Hiebesgerät zeigt... In einem Fahrzeug ist der Bordcomputer ausgefallen. Jetzt soll Verkehrsmeister Olaf Kreie helfen. Super, dann hat das Fahrzeug auch keine Daten drauf. Dann bitte mal einen Werkstattzettel schreiben, dass die Daten nachgeladen werden. Dann musst du definitiv. Der Bus kann weiterfahren, muss heute Abend aber in die betriebseigene Werkstatt. Verspätung auf dem Display drauf. Alles klar. Danke. Gegen 7 Uhr morgens sind die meisten Busse unterwegs. Für Olaf Kreie bedeutet das Stress, besonders heute. Es ist Montag, es ist der erste Tag nach den Ferien. Alle wollen heute pünktlich zur Schule kommen. Alle stehen an den Haltestellen und wenn es dann wirklich das Problem ist, dass da in dem Bereich vielleicht eine Tour verschoben ist, Minute, zwei, drei Minuten, dann geht das halt, ja, warum kommt kein Bus und wieso ist das alles so spät hier? 413.4 bitte. Ich stehe am Steinkamm. Ich habe den Kollegen von der 27.2 Schuldienst. Er hat einen gelenkt, so und kriegt die dritte Tür nicht zu. Kann auch sein, dass irgendeiner den Notschalter wieder betätigt hat, dann einfach vorne mal länger auf die Tür draufdrücken oder wir haben vorne im Bereich des Lenkrads, ein Schalter mit einem Dreieck drauf, wo zwei ineinander liegende Pfeile sind. Den einfach mal länger drücken, dann müsste die Tür auch zugehen. Hat der Kollege verstanden, probiert es bitte. Seit 4 Jahren ist Olaf Kreie die Stimme aus der Leitstelle. Früher war er selbst Bus- und Bahnfahrer. Heute sorgt er dafür, dass seine Kollegen den Plan einhalten. Sein Job, Umleitungen planen, Ersatzbusse losschicken oder eben Tipps bei einer Türstörung geben. Das Schlimmste, was passiert, ist eigentlich, dass wir eine Fahrt ausfallen lassen. Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Mit Verspätungen können wir leben. Es geht manchmal nicht anders. Aber definitiv, ausfallen ist das Schlimmste, was alles passieren kann. Weil die Fahrgäste stehen halt an der Haltestelle, wollen gern zur Arbeit, müssen irgendwo anders hin und es fährt kein Fahrzeug. Nicht immer einfach, gerade heute. Denn wegen Krankheit sind alle Ersatzfahrer schon im Einsatz. Wenn wir jetzt einen Unfall haben, können wir mit diesen beiden Leuten nicht mehr arbeiten, weil wir können keine Fahrzeuge austauschen mit diesen Fahrzeugen. Das heißt, wir müssen zusehen, wo wir einen Ersatzfahrer herbekommen. Wir haben nachher einen Linienfahrer, der kurz Pause macht. Aber das ist der einzige, den wir haben. Zurück auf der Linie 422, die Strecke mit den engen Straßen und den vielen Kurven. Seit 5.35 Uhr fährt Ingo Jaksch diese Tour. Ja, viel Verkehr, ne? Sieht man ja. Stau, enge Straßen. Ist schon jetzt genau die Phase, wo wirklich viel los ist. Wo der Berufsverkehr voll eingesetzt hat. Jetzt haben wir schon 3 Minuten Verspätung. Das wird auch erstmal nicht weniger. Da vorne ist ja auch schon reichlich was los. Morgen. Kommen Sie ruhig rein. Na klar. Danke, morgen. Morgen, danke. Morgen. Dieser kleine Kasten hilft Ingo dabei, pünktlich zu sein. Der Bordcomputer zeigt an, ob der Bus zu spät oder zu früh an einer Haltestelle einfährt. Bei einer Verspätung von über 2 Minuten schaltet die Anzeige auf blau. Wird sie rot, dann ist Ingo zu früh und muss warten oder Tempo rausnehmen. Bei grüner Anzeige, wie hier ein Bild vom späteren Vormittag, fährt Ingo nach Plan. Verspätungen im Berufsverkehr sind keine Seltenheit, doch daran trifft Ingo meist keine Schuld. Das kommt schon des Öfteren vor, dass wir Falschparker haben und dadurch behindert werden. So summiert sich das. Jetzt sind wir schon bei 4 Minuten Verspätung. Aber das lässt sich halt auch nicht ändern. Das muss man wegstecken. Da ärgert man sich einen Moment drüber und dann... Ja, hat man nicht so viel Zeit zum Ärgern. Man kommt was anderes, mit dem man sich beschäftigen muss. Wie lange Ingos Bus von Haltestelle zu Haltestelle braucht, haben Kollegen bei der Fahrplanerstellung ermittelt. Mit einer Probefahrt, abgeglichen mit Erfahrungswerten. Dabei konnte nicht berücksichtigt werden, starker Verkehr zu Stoßzeiten und Unvorhersehbares. Mittlerweile hat Ingo schon 6 Minuten Verspätung. Ich bin ja bemüht, pünktlich zu fahren, aber ich kann jetzt nicht schneller fahren. Hier ist 30er-Zone, dann fahren wir 30. Und ich kann versuchen, an den Haltestellen schneller zu sein, die Türen schnell zuzukriegen und wieder zu rollen. Aber sonst habe ich ja keine Möglichkeit, das irgendwie
zu beeinflussen. Morgen. Eine Stunde, 10er-Streifen habe ich mir bekommen. Den können Sie bei mir bekommen, ja. Was kostet der denn? 22,40 € kostet der. Wenn Sie zurückgeben, ne? Auch verlängerte Ein- und Ausstiegszeiten an den Haltestellen können eine Fahrt verzögern. Vielen Dank. Bitte. Aber Ingo kann Zeit gut machen. Mit 4 Minuten und 10 Sekunden Verspätung erreicht er eine der beiden Endhaltestellen auf seiner Linie. Hier ist ein zeitlicher Puffer als Pause eingeplant, damit sich die Verspätung über den Tag nicht summiert. Wenn wir Verspätung haben, dann geht das von der Pause ab und dann verkürzt sich halt die Pause den Moment. Wenn meine Pause verkürzt ist, ärgert mich das natürlich. Wenn die Pause nicht lang genug ist, wenn man jetzt eine halbe Stunde Pause hat und es fehlen 5 Minuten, okay, aber wenn du nur 10 Minuten hast und 5 sind schon weg, dann ist es gefühlt keine Pause mehr. Das ist einfach so. Seit fast 30 Jahren fährt Ingo in Braunschweig. Ich bin zum Busfahren gekommen, weil mein Vater auch Busfahrer war. Und ja, da kannte ich das von klein auf. Und dann ist es so dazu gekommen. Ich fahre immer noch gerne, ja. Doch in den letzten 30 Jahren hat sich für ihn im Stadtverkehr vieles geändert. Der Fahrzeugverkehr ist mehr geworden, die Radfahrer sind weitaus mehr geworden. Jetzt haben wir noch E-Roller dazu, E-Bikes und alles fährt teilweise zumindest kreuz und quer. Und ja, das ist ein ganz was anderes geworden mittlerweile. Ja, die Straßen werden ja nicht breiter. 37 Buslinien gibt es in Braunschweig. Das gesamte Streckennetz erstreckt sich über 500 Kilometer. Insgesamt gibt es 1200 Haltepunkte für Busse. Pro Tag nutzen in der Löwenstadt etwa 62.000 Personen den Linienbus, um an ihr Ziel zu gelangen. Jeden Tag harte Arbeit für Fahrzeug und Fahrer, aber auch für das Team im Hintergrund. Ja, immer ruhig bleiben. Jetzt ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Ich werde jetzt erstmal versuchen, herauszufinden, wo sie überhaupt sind. Zurück bei Michael in der Fahrdiensteinteilung. So, jetzt sagen Sie mir mal bitte, in Hondelage stehen Sie. Buchstabieren Sie mir aber den Straßennamen, wo Sie jetzt stehen an der Kreuzung. Langsam. In den Heistern. Halt, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir werden das jetzt erstmal klären. Eine Kollegin, die angefangen hat, die hat sich leider verfahren. Die steht jetzt mitten in der Wohnsiedlung. Und dann fahren Sie in den Siegbruch rein. Dann macht der Siegbruch eine Zuhören bitte und nicht unterbrechen. Dann macht der Siegbruch eine Linkskurve. Und dann kommen Sie auf die Kreuzung zum Ackerweg und da müssten Sie sich eigentlich wieder auskennen. Sie können nicht rückwärts fahren. Wie soll ich da jetzt so schnell hinkommen? Ja, da müssen Sie da stehen bleiben, muss ich Ihnen den Verkehrsmaster schicken. Man darf immer nicht vergessen, da vorne links sitzt ein Mensch. Sie hat den ersten Arbeitstag heute, wo sie regulär alleine fährt, völlig auf sich allein gestellt mit dem Omnibus. Und dann kann es schon passieren, dass sie sich dann verfährt. Und dann ist sie so aufgeregt, sie denkt an nichts anderes. Sie denkt nur, ich muss mich mitteilen, das kriegt sie ja auch hier gesagt. Mitteilen, wenn etwas daneben läuft, damit man dich retten kann. Und so ist das ja auch. Ich rette sie ja und sie, ne, sie denkt da nur daran, wie sie da rauskommt. Aber sie denkt nicht an die Möglichkeiten, diesen Stadtplan oder Google Maps oder ähnliches. Navigationsgeräte haben wir ja nicht auf den Omlinienbussen. Wie ich bin jetzt da, muss sie dann auch mental runter, versuchen runterzuholen. Oder auch, so wie ich es eben gemacht habe, auch komplett abblocken, zu sagen, jetzt mich ausreden lassen, damit die Information noch einfließt. Feul, hallo. Die Fahrerin scheint festzustecken. Per Ferndiagnose kann Michael jetzt nicht mehr helfen. Daher kontaktiert er Olaf Kreie in der Leitstelle. Aber ich habe jetzt ein Problem. Wir haben einen Omnibus in Hondelage, der in der Siedlung steht. Wie? Was? Was macht er denn da? Kannst du mir sagen, wo sie steht? Ja. Ja, schick den. Bus hat ja eine bestimmte Breite. Ne? Und wenn man dann noch einen Gelenkbus hat, dann ist dann natürlich dann das Raumprofil zum Fahren unwahrscheinlich groß. Und wenn ich dann versuche, mit einem Bus durch ein Wohngebiet zu fahren, wo links und rechts Autos parken, dann spricht man vom Festfahren. Das heißt, das Fahrzeug fährt in diesen Bereich rein und kommt nicht mehr weiter. Das heißt also, die Straße ist einfach zu eng. Fahr bitte mal nach Hondelage. Und zwar fährst du den Ackerweg lang. Olaf kontaktiert den Mitarbeiter aus dem Außendienst. Er soll der Fahrerin helfen. Wenn das nicht klappt, dann muss die Polizei kommen, um die Fahrer der parkenden Autos zu ermitteln. Die haben nichts falsch gemacht, können aber helfen, dem Bus Platz zu machen.
Fahr bitte mal dorthin, falls sie sich da noch weiter festrammelt, dass wir sie da rauskriegen. Der Außendienst ist unterwegs. Doch die nächste Tour auf der Linie fällt aus. Olaf hat ein Problem. Wartende Fahrgäste. Also die Tour vom Berggarten, 7:18 Uhr, die geht schon flöten auf jeden Fall. Das heißt also, jetzt werden uns irgendwelche Leute gleich anrufen und sagen, wo ist denn mein Bus geblieben? Weil wir können auch nicht einsetzen für den Wagen, weil wir haben keine Fahrer mehr. Alle Reservefahrer sind schon unterwegs. In Panik verfallen oder die Option gibt es eigentlich gar nicht. Kannst du für mich bitte mal eine Tour aufnehmen und zwar auf der 427-4, Abfahrt Mordenweg 7.42 Uhr. Ein Fahrer aus dem Schuldienst soll jetzt aushelfen. Seine Schicht beginnt erst in einer Dreiviertelstunde. Hier mache ich. Fahre ich hier in 7.42 Uhr als 27.4. Genau, so soll es sein. Ich danke dir. Problem gelöst. Aber nur so lange, bis der Fahrer zu seiner eigenen Schicht muss. Doch am Ende ist alles gut. Die festgefahrene Fahrerin wieder frei. Ja, ja. Direkt neben der Leitstelle ist der telefonische Kundendienst. Bis zu 200 Anrufe gehen jeden Tag bei Ralf Knoche ein. Fragen zu Tarifen, zum Fahrplan, aber auch Beschwerden. Und sind dann um 15.30 Uhr. Hotline der BSVG, Knoche. Es wäre schön, wenn die Busse hier einfach mal pünktlich fahren. Wenn wir Pech haben, schaffen wir unseren Zug nicht mehr. Die 11 fährt aber auch zum Bahnhof. Würde ich empfehlen, auf jeden Fall zuzusteigen. Ja, natürlich, ja, aber die 31 ist einfach mal gar nicht gefahren. Ich verstehe das nicht. Der Zug fährt 19 nach, ne? In so einem Fall macht es eigentlich für uns mehr Sinn, den Kunden einfach sich aufregen zu lassen. Der möchte erstmal Dampf ablassen, was auch verständlich ist. Klar, die hatten eine Planung, die gerade aus dem Ruder läuft und die mitunter das Verpassen eines Zuges beinhaltet. Jetzt kommt er angeschissen. 2 nach hätte er fahren sollen. Jetzt kommt er da hinten angeschissen. Das ist regelmäßig, dass die 31 hier mehrere Minuten Verspätung hat. Schlaue Ratschläge helfen dem Kunden auch nicht weiter. Warum man so knapp zu einer Zugverbindung mit einem öffentlichen Verkehrsmittel fährt, habe ich jetzt nicht angefragt, weil das hätte das Gespräch komplett zum Entgleisen gebracht. Ja, schwierig dann, dem Kunden was zu sagen, was ihn zufriedenstellt. Das ist schwierig bis unmöglich, aber auch dafür sind wir da, wir hören uns das an. Es wäre schön, wenn die Busse hier einfach mal pünktlich fahren. Das wäre echt geil. Wichtig ist, dass Sie jetzt erstmal pünktlich zum Bahnhof kommen. Falls nicht, was machen wir dann? Ja, was möchten Sie jetzt von mir hören? Die Kundin legt einfach auf. Das ist eine übliche Verspätungseskalation. Kundin ist aufgebracht, wartet auf einen Bus, der, was hat sie jetzt gesagt, der knapp 10 Minuten vor Abfahrtzeit ihres Zuges am Bebelhof in Bahnhofnähe ist das fährt, hat Verspätung. Möchte von mir eine Lösung präsentiert haben. Selbst wenn wir ein Taxi dorthin schicken würden, würden wir das nicht mehr schaffen. Worauf die Dame abgezielt hat, ist eine Erstattung eines Taxis, was ihr den Zug auch nicht gebracht hätte. Sie hätte den Zug nicht erreicht. Zurück bei der Linie mit den engen Straßen. 5-mal ist Ingo Jaksch heute schon die Tour 422 von Endstation zu Endstation gefahren. Ja, das Busfahren macht aus, dass das Fahrzeug natürlich ganz andere Abmaße hat. Gerade so ein Gelenkzug mit fast 20 Meter Länge im Stadtgebiet, das ist schon ein Riesenunterschied. Die Breite kommt noch dazu und dann auch noch natürlich die Fahrgäste, auf die man Rücksicht nehmen muss und angepasst fahren muss. Das ist mit dem Pkw bei Weitem nicht zu vergleichen. Nach 30 Jahren hat man noch das Gefühl, dass man für die Fahrgäste verantwortlich ist und dass man die sicher von A nach B bringen will. Das ist eine große Verantwortung. Dann hier in so einem Gelenkzug sind fast 200 Personen, wenn er richtig voll ist. Und ja, eine Vollbremsung sorgt dann schon mal schnell für Verletzte, wenn man da richtig in die Bremse geht. Das ist schon, ja, man muss vorausschauend fahren und die Fehler der anderen Verkehrsteilnehmer halt schon vorherahnen. Besonders in engen oder kurvigen Straßen sind die Spiegel Ingos wichtigstes Werkzeug. Wenn ich hier mit dem Bus unterwegs bin, dann muss ich noch mehr die Außenspiegel im Blick haben, um die Kurven vorher einzuschätzen. Und ich muss in den Rückspiegel gucken, um die Fahrgäste zu beobachten, ob die sich gerade festhalten, falls ich mal bremsen muss. Der rechte Außenspiegel und der Innenspiegel, das sind die wichtigsten eigentlich. Eine Besonderheit, in Ingos Bus gibt es keinen Sicherheitsgurt. Da in diesem Fahrzeug Stehplätze erlaubt sind, entfällt die Anschnallpflicht. Ich fühle mich dadurch nicht unsicherer. Das
macht's nicht aus. Ich bin ja der Erste, der merkt, wenn ich auf die Bremse trete und nach vorne gehe. Und im Stadtverkehr sind wir ja auch nicht so schnell unterwegs. Also da habe ich noch nie ein Problem gehabt oder auch das Gefühl, dass ich jetzt besser einen Sicherheitsgurt gehabt hätte. Braunschweiger Busse in Extremsituationen. Im Fahrsicherheitszentrum Laatzen bei Hannover. Hier werden Busfahrer an ihre Grenzen gebracht. Da drin gehabt. Die Frage ist natürlich, je schneller ich fahre, desto mehr muss ich ja in kurzer Zeit auch wahrnehmen. Seit 3 Jahren fährt Illy Heiderei als Busfahrer durch Braunschweig. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, weil ich sowas bisher noch nie gemacht habe und ich dadurch auch die Grenzen der Busse auch kennenlerne, was im normalen Fahrgastbetrieb nicht möglich wäre. Heute soll er den Bus über nasse oder eisähnliche Straßen steuern und lernen, ihn zu kontrollieren. Okay, bin 60 und festhalten. Trainer Bernd Thiemann sagt Illy, worauf er bei einer Vollbremsung mit 60 km/h achten muss. Bremse voll durchdrücken. Der erste Versuch. Lass die Lenkung gerade, du hast da vorhin gelenkt. Hände auf Philipp von drei Positionen. Und laufen. Noch nicht perfekt. So, im weißen Gelenkbus war keine Vollbremsung. Es geht nicht um das fahrgastfreundliche Bremsen. Das Ziel ist, einen möglichst kurzen Bremsweg. Also, das Ganze nochmal. Wie viele Pkw verfügt auch Illys Bus über ein ABS-Bremssystem. Das sorgt dafür, dass seine Räder bei einer Vollbremsung steuerbar bleiben. Beim ABS-System ist es wichtig, so zu bremsen, dass man nicht anfängt, kontinuierlich den Druck zu steigern, sondern voll auf die Bremse steckt. Das ist natürlich schwer, weil die vielleicht in ihrem normalen Leben selten die Möglichkeit einfordern müssen, eine knackige Fahrbremsung zu machen. Aber darum geht es ja letztendlich im Training. Illys zweiter Versuch funktioniert. In der nächsten Übung soll er das schnelle Ausweichen trainieren. Durch Wasser wird ein plötzlich auftauchendes Hindernis simuliert. Die größte Herausforderung besteht auf jeden Fall darin, den Bus auch zum Stehen zu bringen. 50 Kilometer in der Stunde hat er jetzt auf dem Tacho. Ich musste schon ganz hart auf die Eisen treten, damit der Bus überhaupt so auch bremsen kann. Als nächstes geht es mit 35 km/h in eine Kurve. So, es geht ja darum, dass man nochmal einen Abgleich macht. Wie erlebe ich Fliehkräfte aus Sicht des Fahrerarbeitsplatzes und wie erlebt es der Fahrgast? Einmal bitte hinstellen. Jetzt kommt mal bitte nach vorne. Illy und seine Kollegen können sich kaum sicher fortbewegen. Was sollte man nicht befrühstücken? Eine Übung, in der die Fahrer sich in ihre Fahrgäste reinversetzen sollen. Die haben alle das Handy in der Hand, sind sonst irgendwie abgelenkt, sind am Schnacken und. Und da wird kaum einer stehen, der sagt, ich mache die Beine auseinander oder stelle mich so in Schrittstellung hin. So habe ich Standsicherheit. Ja, die meisten stehen alle so. Insgesamt 8 Übungen musste Illy heute abfahren. Es hat mir heute auf jeden Fall auch so gemacht, dass ich auf jeden Fall mehr Sicherheit habe, dass ich auch mehr Gefühle an dieser ganzen Sache habe. Da ich auch so meine Reaktionsfähigkeit auch verbessern konnte. Ja, jetzt gehen wir rein, Abschlussrunde. Ne? Und wir haben in Anführungsstrichen eine interne Prüfung gemacht. Bernd Thiemann ist mit den Braunschweiger Fahrern zufrieden. Zurück in Braunschweig, 21.30 Uhr auf dem Busbetriebshof. Wenn für die Fahrer der Arbeitstag endet, ist für sie noch lange nicht Schluss. In der betriebseigenen Werkstatt arbeiten Mechaniker in 3 Schichten, 24 Stunden am Tag. Sie müssen defekte Busse in der Nacht reparieren, damit sie am nächsten Morgen wieder einsatzbereit sind. Und? Sieht's gut aus da drüben? Ja. Gut. Kabel sind frei und dann geht's jetzt nur noch in die Arbeitshöhe. Sebastian Anton muss den Unterboden eines Gelenkbusses inspizieren. Das Spannende an den Bussen ist einfach, es ist alles besonders größer wie beim Pkw, sage ich jetzt mal so. Aber auch einfach, nicht nur der Bus an sich macht die Arbeit toll, sondern auch das flexible Arbeiten. Es ist nicht immer das Gleiche. Um unter den Gelenkbus zu kommen, nutzt Sebastian eine spezielle Hebebühne. Damit kann er 3 Achsen gleichzeitig anheben. Die Leermasse des Fahrzeuges beträgt so ca. 18
Tonnen. Wenn wir nur an zwei Achsen anheben würden, würden wir das Fahrzeug, sag ich mal, in den wirtschaftlichen Totalschaden bringen. Und das wäre teuer. Etwa 360.000 Euro kostet ein Gelenkbus. Von unten kann sich Sebastian am besten ein Bild über den Zustand des Busses machen. Durch das viele Fahren und Abbremsen im Stadtverkehr ist der Verschleiß hoch. Reifenverschleiß und die ganzen Achslenker. Gut, das ist halt eine besondere Belastung, ne? Wenn du jeden Tag an die 50, 60, 70, je nachdem, welche Linie, wie viele Leute im Fahrzeug sind, die Belastung auf den Fahrzeugen, und die fahren rund um die Uhr, fast am Wochenende sogar Nachtverkehr. Da kommt einiges zusammen, ne? Jeder Bus, der im Personenverkehr eingesetzt wird, muss alle 3 Monate in eine TÜV-ähnliche Prüfung. Die Sicherheit für die Fahrgäste hat oberste Priorität. Hier ist alles schick. In der Halle nebenan arbeitet das Reinigungsteam auf Hochtouren. Sie sorgen dafür, dass alle Busse am nächsten Morgen wieder tipptopp aussehen. Ich bin Nachtmensch. Ich arbeite gern abends. Ist aber schon seit Jahren so drin geblieben bei mir. Deswegen. 145 Busse jede Nacht. Michael Mackenauer-Jahnke ist schon seit 16 Jahren hier, der Dienstälteste im Team. Es gibt Busse, die sind okay, die laufen auf einer Linie, die sind sauber. Und es gibt welche, die sind wirklich dreckig. Oder manchmal am Wochenende. Das heißt, wenn sie zu viel trinken, dann alles drin. Puh. Nein, was soll ich mich ärgern? Nur Geldverschwendung, sag ich, was rum angeht. Das kann man auch anders anlegen. Marcel Darfschlag ist mit 27 Jahren der Jüngste hier. Damit es keine Schlieren auf den Scheiben gibt, muss er immer den richtigen Lappen wählen. Das ist für die Ablagen. Das ist für die Corona-Plastikscheibe, Spuckschutz. Die haben wir fürs Cockpit und Fensterlappen. 36 Quadratmeter Boden muss Michael in einem Gelenkbus wischen. Mehrfach, wenn der Bus sehr dreckig ist. Es ist anstrengend, es ist harte Arbeit, ehrlich. Also da sind andere Arbeiten dagegen. Spaziergang. Schmierereien auf Fenster oder Polster waren für das Team früher ein großes Problem. Seitdem die meisten Fahrgäste während der Fahrt auf ihre Smartphones schauen, gibt es diese kaum noch. Parallel zum Putzen wird jeder Bus voll getankt. In einem Jahr fließen hier für alle Braunschweiger Busse 3,6 Millionen Liter Diesel durch die Anlage. Ölstand prüfen, putzen, tanken und 3-mal die Woche in die Waschanlage. Pro Bus darf das nur etwa 9 Minuten dauern. Nur so sind alle Busse am nächsten Morgen auch wieder einsatzbereit. Es ist kurz nach Mitternacht, noch 40 Busse, dann haben auch sie Feierabend. Und in 4 Stunden geht alles wieder von vorne los. Dann rollen wieder 145 Busse vom Betriebshof und bringen die Braunschweiger hoffentlich pünktlich an ihr Ziel.